unsere lieben beiden kleinen Freunde Tord und Toadette haben wir im letzten Part erledigen können. Ach, sind die beiden nicht süß? Ich finde, die beiden sind voll knuffig. Und ja, die haben jetzt als wieder gedacht, ach komm, lass mal weiter Verstecken spielen und so. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir gehen jetzt einfach irgendwo anders hin. Und ich glaube, wir werden sie nochmal sehen. Und zwar in der vierten Welt. Schön, dass ihr alle wieder da seid, hier beim neuesten Part. Und ja, wir kommen jetzt besser voran als beim letzten Mal, würde ich jetzt mal so sagen. Und mal gucken, was uns noch alles hier so in dieser wunderbaren Welt so alles erfahren oder widerfahren wird. Guck mal hier zum Beispiel, guck mal, was hier passiert. Wem auch immer das gehört hat, er scheint Hals über Kopf verschwunden zu sein. Das verheißt nichts Gutes. Sind das nicht diese Waffen von dem Spike? Ich glaube, das sind... Ja doch, das ist die Waffe von dem Spike. Wer jetzt nicht weiß, wen ich meine, Spike ist dieser Art Sumo-Ringer, der bei Mario Bros. 3 immer diese riesengroßen Kugeln nach euch geworfen hat. Das sind die Spikes. Nervige Gegner, kann man so auf jeden Fall sagen. Gut, mehr ist hier nicht, okay. Ah, eine Bonuswelt. Bonuswelt ist aber toll. Juhu! So, mal gucken. Hier gibt es auf jeden Fall wieder eine Waffe, die ich aber auch holen möchte. So. Ah, die ist nicht so schwer. Nö, die war jetzt nicht schwer. Da war die andere vorher schwieriger gewesen. Und eine neue Waffe. Na, für wen? Für... Ah, Rabbit Luigi. Nimm den Gegner mit diesem garstigen Gerät in die Zwickmühle. Gut. Ach ja, apropos, warte mal. Ich kann ja wieder neue Waffen wieder kaufen. Ich habe ja jetzt wieder 3000 Geld. Münzen. Und ja, warte mal, dann kaufen wir mal ganz schnell was. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich glaube, ich habe auch irgendwo... Ah, guck mal hier, ich habe sogar hier eine Waffe für Mario vergessen. Aha. So, 1030 gegen Walküren. Was, Walküren? Okay. Oh, guck mal, wie viele Waffen hier es noch gibt. Ja, diesen Hammer werde ich nie einsetzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir denn noch hier? Ah, ja. Ich brauche unbedingt eine neue Waffe für sie. Auf jeden Fall. So, Luigi, du hast schon eine sehr starke Waffe. Du hast auch einen sehr starken Mini. Ja, dann nicht. Na komm, holen wir ihm auch mal die hier. So. Rabbit Luigi. Er bräuchte eigentlich auch dringend mal eine neue Waffe. Und dann haben wir noch was für Peach dann noch. Ah ne, das ist hier Rabbit Mario. Ja, für den hole ich auch noch auf jeden Fall neue Sachen. Aber später. Kann ich mir hier noch was kaufen? Ja. Eine Sache. 95. Oh, warte mal. Rabbit Luigi. Vampirraserei. Machen wir mal das. Das. Ich hätte ihm noch mehr Punkte geben müssen. Auf jeden Fall brauche ich die nächsten Punkte für Luigi. Guck dir das mal an, wie wenig KP-Punkte Luigi hat. Dafür ist er aber in anderen Sachen übelst wichtig und stark. Er ist halt der Scharfschütze. Der Scharfschütze hat halt nie so viel Leben. Man muss sich einfach mal Lysop angucken aus One Piece. Okay, was haben wir denn hier für ein Rätsel? Aha. Ah, okay. Ich brauche also das Ding da hinten erstmal. Kann ich rauf und runter fahren? Führt mich das hin? Ah, so. Zum allerersten Dings hier. Okay.
zuerst eine Statue. Die nehmen wir mit. Und lass mich raten, die kommt auf jeden Fall... Aha, okay. Okay, haben wir das jetzt richtig gemacht? Warte mal. Nee, warte mal. Nee, dann fahre ich ja wieder runter. Ah, jetzt sind sie gleich auf. Okay, alles klar. Die Plattformen sind jetzt gleich auf. Das heißt, wir können uns den hier schnappen. Den hier schnappen. Und damit haben wir die Abkürzung zum Beispiel wieder geschaffen. Wow. Das heißt, der bleibt jetzt da. Und jetzt... Ne, das macht gar keinen Sinn. Warte mal. Ach so. Ah, haha. Okay, doch, das hat einen Sinn gemacht. Jetzt kann ich hier aber hoch. Ja. Ja, oh, Luigi schreie immer. Gut, da war nichts gewesen. Dann heißt es, ich brauche den von da hinten. Na komm. Ja, oh. Luigi, du gehst mir auf den Sack. Wow. Ja. Dann können wir uns den da hinten schnappen. Diese grüne Plattform bringt eigentlich auch nichts mehr. Das heißt einfach, du kannst immer wieder hochgehen. Ja. Und Schalter aktiviert. Und erledigt. Wir können weiter. Ja, was machen die denn da? Oh, dem ist irgendwie schlecht. Irgendjemand muss diesen beiden armen Rabbits irgendwie ein Brechtablett oder eine Kotztüte oder irgendwas ähnliches bringen. Wird euch eigentlich auch sehr schnell schlecht, wenn ihr auf sowas drauf sitzt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist bei mir nicht der Fall. Oh, der Fisch. Da schwimmt ein riesengroßer Fisch um die beiden herum. Ich glaube, der hat Hunger. Der hat definitiv Hunger. Aber wird euch eigentlich schlecht, wenn ihr auf dem Schiff seid oder so? Also bei mir ist es zum Glück nicht der Fall. Halt aber bei meiner Schwester ist es der Fall. Ihr wird immer sehr schnell schlecht, wenn sie auf dem Boot ist. Ja. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwer, mit ihr irgendwie halt dann so eine Kreuzfahrt zu machen, weil ihr dann immer jetzt sehr... Ja, sehr schnell speiübel wird. Habt ihr das auch? Madame Bravstella. Ah, es wird Zeit für einen Zwischenboss. Aha, der grüne Laser. Der grüne Laser. Aha, okay. Ich glaube mal, ich muss das so lenken, dass das... genau auf die... Jawohl. Und jetzt brauche ich den mal auf den roten. Nee, dann musst du wie auf den gelben draufbleiben. Ja? Nee, warte, ich muss mal auf den roten. Perfekt. Das war irgendwie zu einfach. Na gut, das kann ich auch noch nicht öffnen. Ich muss mir merken, dass ich auf jeden Fall dann noch später, wenn ich alle Welten durch habe, muss ich unbedingt in die erste und zweite Welt. Ah, das mache ich halt ganz zum Schluss. Ah, oh, da ist wieder so ein Grobian. Und zwar zwei Stück davon. Erreiche das Gebiet. Oh, nicht schon wieder so eine Scheiße. Ja, vielleicht noch weiter weg? Ja, ja. Mhm, ja, mhm. Okay, gut. Das heißt, ich muss das einfach nur mit dem einen schaffen. Mal nehmen.
Oh, probieren wir es mal so. Der hat aber keine gute Waffe, oder? Da mache ich lieber doch. Mach mal so, dass Mario mal mit den beiden Damen unterwegs ist. Und los geht's. Gut. Wir gehen mal den Weg. Mal kommt Mario da an, warte mal. So. Nee, der kommt da nicht ran. Wenn ich sie dahin bewege, dann klappt das. So. Okay. Wieder verrichtet. Ein blödes Feld. Oh. Ja, nee, ich glaube nicht, dass sie so weit rüberspringen kann, oder? Ich werde Peach auf jeden Fall hinten lassen, dass die halt auch auf jeden Fall am meisten irgendwie das alles decken kann. Ich muss mal was probieren. Ich glaube nicht, dass es klappt, oder? Ja, ich glaube, dadurch ist es ein bisschen einfacher, mit gegen die Grobianer zu kämpfen. Ost. Ich glaube nicht, dass das... Nee, das wäre ja... Das wäre ja übelst krass gewesen, wenn das funktioniert hätte. Die kommen dann nicht hoch. Goldener Treffer, der ist erledigt. So. Das Problem ist, der kommt dahin. Dieser Dicke kommt da leider hin. Das Entlein wird fliegen! Kann er dadurch auch ein bisschen heilen. Ja, probieren wir es mal ein bisschen von... Ja, dieser Dicke, der wird jetzt kommen. Der kann natürlich mich jetzt angreifen, ist klar. Das war gar nicht mehr so schlecht jetzt gerade. Das war gerade echt gut.
ist da hinten weiter? Ja, klar. Nein! Oh doch, warte, halt. Es klappt. Moment. Der Dicke muss einfach nur dran sterben. Er muss einfach nur sterben. Ich glaube aber nicht, dass Peach ihn jetzt killen kann, oder? Nein. Okay, gut. Mario kommt leider nicht weiter nach vorne. Dann war es das erstmal. Aha, Trottel. Arsch. Natürlich. Natürlich. Was zum... Warte mal. Guck mal, der kann mich halt von überall angreifen. Das ist halt immer übelst gemein. Ja. Ich kann ihn nicht angreifen, aber ich kann das machen. Zack. Das kann sie ja zum Glück mit ihrem Sprung. Zwar ist es auch nicht viel, womit sie sich heilt, aber... ist tot. So. Mario ist halt schon angeschlagen. Boah, voll vergessen, dass Hitte mir. Nein, warum kommt die Sprungsache nicht? Oh ja, das geht. Geil. Quietsche-Entchen! Ach, die Hopser. Bam. Und down. Jetzt haben wir nur diesen einen Typen und der... Ja, der nervt mich jetzt nicht. Ich muss nur weiter nach vorne kommen. Irgendwie. Oh, ich will erstmal nach vorne arbeiten. Die beiden Peaches harmonieren sehr gut miteinander. Oh, was? Die kommt da rüber? Wow. Ja, gut, wegen ihrem Kleid. Nice. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn ich springe. Das wird sich ja halt immer so sagen, ob das nicht was bringt. Ja. Ich muss übelst weit laufen, aber es sind hier, glaube ich, sehr viele Missionen, die einfach nur, wo man halt nur laufen muss. Ich glaube nicht, dass sie jetzt dahin kommt, oder? Das ist so krass, die Parts vergehen halt wie im Flug. Das ist ja auch kein Wunder. Ich muss
wegen. Ja. So. Sie muss erstmal ganz weit weg. Die Musik ist einfach auch so cool. Aber ich muss gerade echt überlegen, wie ich das am besten hier machen kann, weil meine Leute sind doch übelst weit weg. So. Schaden ein bisschen noch erhöhen und Gegner im Zug. Wie weit muss ich denn noch laufen eigentlich? Haha! Der ist zu weit weg, also da brauche ich, bei dem brauche ich keine Angst haben. Da hinten erst. Wäre natürlich jetzt schöner gewesen, wenn ich das andere noch hätte. Ja, blöd. Zack. Das ist natürlich Mario wieder voll im Arsch. Es ist auch so lustig, dass die einfach so eine. Dass die einfach so eine Dings mit sich führt. Sie hat einfach mal eine Schrotflinte mit dabei. Das war's mit dem. Wenn ein einziger Gegner dabei ist, ist es nicht so schlimm. Und down. Guck mal, der ist da irgendwo im Arsch der Welt, der ist mir egal. Ach, nee, warte mal. Dieses Lauf, diese Mission, wo du irgendwo hinlaufen musst, die sind immer besonders nervig. Fertig. Ja. Oh, das ist der ein einziger Gegner nur noch. Nein! Natürlich kann der so einen scheiß Rückstoß. Ach, ich komme nicht an den Rad. Ich komme nicht. Ah, natürlich hat der Rückstoß. Ja, und da trifft er mich natürlich jetzt nicht mit dem Rückstoß, ist ja klar. So, jetzt springt Peach dahin. Und gewonnen. So. Oh, nur noch 10 Züge hätte ich. Oh, okay. Was ist das für Ede? Ihr seid alle verdammt! Verdammt! Ach, so eine Wahrsager-Tussi. Ach ja. Verdammt zu minderwertiger Wahrsagerei, zu skandalösen Preisen, wenn ihr jemand anderes als Madame Prostellas aussucht. Okay. Gut, vielen Dank, aber ich errichte mein Haus lieber auf dem soliden Fundament von Wissenschaft und Vernunft als auf sinnlosen Aberglauben. Und dann wollt ihr nicht wissen, wo sich das letzte Relikt befindet. Eine Weissagung, bitte. Jenseits der Gärten, unter den Bergen, das Ding, das ihr sucht, liegt verborgen im Brunnen. Könnten wir einen Tipp bekommen, was das für ein Ding vielleicht sein könnte? Das wäre ganz lieb von dir.
selbst das Licht von Brastanas innerem Auge kann die Dunkelheit nicht aus einem Ecken der Ungewissenheit verdrängen. Oh, Gottes Willen. Aber achtet, worauf ihr schreitet. Nicht alles ist das, was es so scheint. Ja. Sprechen wir über den Boden? Stolpert einer von uns? Oder fliegt auf die Fresse? Oder was ist hier los? Nein, keiner fliegt auf die Fresse. Na gut. Ich glaube, wir haben genug Zeit mit diesem Theater verschwendet. Wir lassen dich jetzt weiter den Dorftrottel spielen und eine andere Sache, dann machen wir das mit den Schweißfüßen auf jeden Fall. Guten Tag, Madame. Auf Wiedersehen. Ihr seid alle verdammt, Mann! Verdammt! Sie sind nicht auf mich reingefallen! Verdammt! Wir können auch mal mit dir reden. Verdammt! Ihr seid so was von verdammt! Ey, was haben sie gerade nochmal gesagt? Was sind wir nochmal? Verdammt! Ich glaube, sie haben irgendwas hinter dem Ohr oder sowas. Verdammt! Also ich glaube auch, hier liegt irgendwo ein bisschen Geld rum. Wussten Sie das eigentlich? Verdammt! Okay, ich höre ja schon auf. Aber wissen Sie was? Also Sie sehen heute irgendwie... Ja, irgendwie... Verdammt! Ja, genau. Verdammt scheiße sehen Sie heute aus. Es tut mir so leid. Seltsamer Brunnen, du hast ein neues Kunstwerk. Jawohl, super nice. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, verdammt nochmal, gehen wir im nächsten Part weiter. Weil ich glaube, mehr mit dir können wir heute nicht machen. Was ist das? Eine von Madame Brostellas Tarotkarten. Diese verheißt Hunger, Tod, Armut, Krankheit und kein Nachtisch nach dem Abendessen. Wie kommt man darauf? Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und, danke fürs Dabeisein und im nächsten Part wird es auf jeden Fall hier wieder richtig spannend weitergehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!